Heyo Leute, Cramix hier, was geht ab, Paul Berger? Ich werde heute als ein DJ spielen und eine riesige Menschenmenge zum Toben bringen. Mit dem Spiel Fuser hat jeder die Möglichkeit, als weltweit bekannter DJ-Star aufzutreten und einfach mit über 100 verschiedenen Songs in dem Spiel euren Traumremix zu erstellen. Ihr seid auf einer riesigen Stage unterwegs, die Menschenmasse tobt und ihr müsst den besten Mix machen. Dieses Spiel könnt ihr auch im Online-Modus mit euren Freunden gemeinsam machen, also quasi Coop zu zweit einen richtig geilen Mix erstellen. Und man kann in dem Spiel wirklich komplett alles eigen gestalten. Natürlich nicht nur den Beat, sondern auch die Stage. Wie soll die Stage aussehen? Die Lichter? Wollt ihr ein Feuerwerk? Und vieles mehr. Erstellt den besten Remix und werdet zum krassesten DJ, sammelt die meisten Punkte und wir werden jetzt gemeinsam dieses Spiel zocken. Ich freue mich sehr darauf. Wer jetzt auch schon Bock auf das Game Fuser hat, Link unten in der Videobeschreibung. Auf allen Konsolen ist das Game am Start und let's go mit dem Video. So, meine Freunde, wir sind jetzt in dem Spiel Fuser angekommen. Wir sind heute als DJ unterwegs, haben unsere eigene Stage, unsere eigene Crowd. Wir müssen auf jeden Fall komplett ausrasten und den besten Mix hier erstellen. Als allererstes dürfen wir bei dem Spiel erstmal unseren eigenen Charakter auswählen und hier hat man eine Auswahl von 8 verschiedenen Charakteren, aber die kann man auch alle nochmal selbst customizen. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt hier einfach mal den Paul Berger und klicken jetzt hier aber erstmal noch auf selbst erstellen, weil wie gesagt, man kann das Ganze hier irgendwie noch so ein bisschen, man kann das noch übertreiben, sagen wir es mal so. Ich habe das schon mal so ein bisschen ausgecheckt. Man kann natürlich hier komplett alles im Gesicht und so weiter verändern, aber wisst ihr was? Ich würde sagen, wir vergessen das mal, denn es gibt auch Masken, die wir auswählen können, weil wenn wir schon als DJ unterwegs sind, dann brauchen wir natürlich auch ein besonderes Erkennungsmerkmal. Und deswegen würde ich sagen, wir nehmen jetzt hier von den ganzen Masken, die wir haben, irgendwie diesen Vogelkopf. Ich fände das extrem lustig. Wir sind DJ Birdie. DJ Birdie ist in the house, Leute. Wir nehmen einfach hier diesen Vogelkopf. Zack. Ich sag euch ehrlich, jeder wird uns kennen. Auf der ganzen Welt, egal welche Stage wir unterwegs sind, jeder weiß, das ist DJ Birdie. Oh Leute, hört ihr das im Hintergrund? Die Leute rasten da schon richtig aus. Ich würde sagen, wir wählen uns hier noch ein cooles T-Shirt aus. Oder, oh, der Pulli sieht eigentlich ganz nice aus. Oder so ein Trainingsding. Ich würde sagen, wir nehmen den Pulli. Da können wir auch nochmal eine andere Farbe nehmen. Ich finde, das muss irgendwas sein, was voll zu diesem Vogel passt. Irgendwas Buntes, vielleicht so dieses Grün sogar oder so ein Blau. Ja, komm, wir nehmen dieses Blau. Das Blau hier sieht, finde ich, cool aus. Die Leute erwarten mich schon. Die Leute warten schon auf mich hier. Jetzt noch vielleicht hier eine lustige Hose. Was ist das denn für eine Hose, Bruder? Okay. Ich würde sagen, wir müssen ja nicht komplett übertreiben. Ey, was man denn für Hosen anziehen kann. Wir nehmen einfach diese Hosen, so auf Boxershorts angelehnt. Ey, ich sag euch ehrlich, wir werden der lustigste DJ of all time. Gibt's noch lustige Schuhe? So Sandalen. Ja. Stiefel. Ich fände Sandalen. Oder Cowboy, in Cowboy-Stiefeln. Wir sind ein Vogel in einer... Wir sind ein Vogel in Unterhosen und blauen Cowboy-Stiefeln. Ich glaub, wir haben gute Erkennungsmerkmale, Leute. Kann man noch Tattoos geben? Keine Ahnung, sieht man aber irgendwie nichts davon. Obwohl doch, hier übers Bein. So. Okay, das ist dieses ganz Verrückte hier gerade. Das ist dieses ganz Verrückte. Änderung übernehmen. Oh mein Gott, Leute, es geht los. Es geht los. Wo ist mein Charakter? Sieht man noch seinen eigenen Charakter? Das wäre richtig lustig. Alter, auf der riesen Stage werden wir jetzt spielen. Ich werde jetzt komplett ausrasten. Da bist du ja. Komm her. Ey, ich will meinen Charakter sehen. Komm, das wäre so lustig, wenn der hier so rumläuft. Promoter, das ist mein Promoter, der organisiert das Event. Okay, er ist 28. Let's go. Promoter, du musst dafür sorgen. Die Baseline ist so krank. Ja. Ich könnte glatt den Notarzt rufen. DJ Cramix. Und das ist ihr erstes. Ich bin in the building. Siehst du? Das mag ich so. Okay, komm. Ich bin heiß. Ich will auf meine Stage. Jeder auf die Bühne. Ja. Jeder kann das. Ja, aber wenn jeder auf die Bühne kann, ist ja nichts Besonderes, oder, Leute? Was reimt sich denn auf Mixe? Was reimt sich wohl auf Mixe? Das sagen wir jetzt nicht, Leute. Deshalb bist du doch hier, oder? Ja, ich bin hier. Komm, ey, aber ich würde das so feiern. Es wäre so lustig, wenn man seinen eigenen Charakter so in Unterhosen in diesen Stiefeln sehen würde. Ein Mix zu erstellen. Oh mein Gott, es geht los. Da sind wir! Das bin ich! Oh Leute, das ist meine Stage. Zuerst brauchen wir den Beat. Okay. Wir brauchen einen Beat. Oh, okay, wir machen erstmal dieses Tutorial, dann machen wir selbst was. Oh mein Gott, Leute, wir dürfen jetzt selbst hier mal einen Beat machen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Man hat hier irgendwie über 100 Tracks oder so zur Auswahl. Billie Eilish ist hier, Born This Way. Keine Ahnung, Alter, wer hier alles noch am Start ist. Wir werden jetzt einfach mal gucken. Wir werden jetzt einfach mal gucken, was hier so abgeht. Ah, guck mal, hier kann man durchswitchen. Es gibt natürlich noch viel mehr, Leute. Wir werden jetzt einfach mal... Wir nehmen mal von Billie Eilish Bad Guy, okay? Da muss jetzt erstmal noch ein Bass dazu.
Okay. Sehe ich genauso, Bruder. Und dann nehmen wir vielleicht den Bass. Warte mal, von welchem Beat sollen wir den Bass nehmen? Oh, von Temperature. Oh, Leute, kennt ihr das Lied noch? Das ist ja anders Lied. Abgerundet mit etwas geil. Synth, Gitarren oder Hörnerklängen. Ey, das hört sich schon nice an, was wir machen, seid mir ehrlich. Okay, jetzt brauchen wir noch ein bisschen so Gitarren-Sound und so. Okay, easy. Easy. Dann würde ich sagen, oh, von Migos. Migos gibt's. Oh, Leute, ich würde safe noch was von Migos mit reinnehmen. Okay. Zum krönenden Abschluss noch Gesang. Ein bisschen Gesang noch, okay. Easy. Ey, das hört sich unnormal nice an. Ich bin gerade voll überrascht, was wir hier gemacht haben. Billie Eilish kann gut singen. Nimm mir Billie Eilish noch mit rein. Und jetzt können wir den Mix noch bearbeiten. Das wird der Burner. Geil, das hört sich gut an. Okay, okay. Oh shit, Leute. Jetzt können wir hier nochmal ein bisschen Switch machen, was Neues reinpacken. Nice, nice, nice. Und man bekommt hier immer Punkte, wenn die Stage das feiert. Man kriegt hier gesagt, was man machen soll. Okay. Jetzt müssen wir hier noch was reinhauen. Und nochmal neuen Gesang rein. Von Summertime. Nice, wieder Punkte bekommen. Plus ein Rock-Disc anschließen. Okay, wir sollen was Rockiges noch reinbringen. Kein Problem, Leute. Was Rockiges könnt ihr haben. Rock, the man. Okay, was Rockiges sollen wir reinbringen? Okay, geil. Nochmal 300 Punkte. Okay, jetzt müssen wir einen Snapshot machen. Okay, wir haben einen Snapshot gemacht. Okay, wir müssen eine 2000er-Disc reinhauen. Also irgendein Lied, was so um die 2000er rum war. Da hauen wir jetzt Temperature rein. Das war so 2006. Oh yeah, Leute! DJ Birdie. DJ Birdie hat die Stage auseinandergenommen. Hier, ich gebe dir mal ein paar Songs für den Anfang. Pack deine Lieblingssongs in den Koffer, bevor du auf die Bühne gehst. Dann kommst du schon klar. So Leute, jetzt dürfen wir uns selbst ein paar Songs aussuchen. Das war jetzt ja so gesehen das Tutorial. Jetzt dürfen wir uns selbst mal so ein bisschen, jetzt dürfen wir richtig ausrasten. Und zwar, was sehe ich hier? Erstmal, oh mein Gott, In The Club von 50 Cent muss auf jeden Fall rein. Hier sind Safe Call. Musik-Token. Ja. Kannst du gegen mehr Songs und hier sind ein paar. Ja, komm, komm, gib her, ich will hier meine Musik auswählen. Okay, okay, jetzt machen wir mal unsere komplett eigene Stage, meine Freunde. Wir haben hier die Musik in unserem Koffer und können uns hier quasi erstmal auf die Stage vorbereiten. Warum sieht unser Charakter so lustig aus? Hier dieser Vogel, Alter. Das könnte halt wirklich ich sein, wenn ich ein DJ wäre. Okay, wir müssen mal überlegen. Wir können ja Feuerwerk, wir können sogar das Bühnenset selbst gestalten. Das finde ich geil. Ich würde sagen... Alter, wie geil ist das denn? Lichtshow, Feuer. Ich will safe Feuer haben. Boah. Ja, nee, ich will Feuer, Digga. Wir machen hier Feuer. Okay, ganz wichtig. Dann hier die Lichter sind gerade so auf Rot angelehnt, kann man auch auf so Blau anlehnen. Die anderen müssen wir leider erst freischalten. Ich finde irgendwie dieses, obwohl dieses Rot, das schon, dieses Lila, Pink und so, das ist schon geil, Leute. Seht ihr auch bei mir auf dem Hintergrund, feier ich. Das ist schon mal cool. Feuerwerk darf natürlich auch immer gerne sein. Blaues Feuerwerk, finde ich, passt auch sehr nice dazu. Würde ich tatsächlich auch so lassen. Was ist das denn? Ey, hier kann man auch diese Einspieler verändern. Oh, das ist cool. Oh, ich wünschte, ich hätte auch dieselben Einspieler für bei mir hier hinten. Machen wir das hier. Finde ich, sieht nice aus. Kann man aber auch verschiedene Sachen machen. Okay, das ist cool. Das ist cool. Ich würde aber ehrlich gesagt so auf alle die gleichen machen. Und das haben wir leider auch noch nicht freigeschalten hier. Aber okay. Also unsere Bühne ist, würde ich sagen, schon mal ganz cool eingestellt. Dann aber, jetzt geht es natürlich um die Musik. Jetzt wird es ganz wichtig, Leute. Koffer bearbeiten. So. Wir haben ein bisschen Geld bekommen, das ist schon mal cool. Wir können uns jetzt einige Tracks aussuchen, die wir quasi mit auf die Stage nehmen, woraus wir unseren Mix machen. Boah, Leute, ich muss mir was Gutes überlegen. Okay, wir haben auf jeden Fall 50 Cent in der Club drin, ganz wichtig. Heftiger Beat zum Einsteigen. Oh, Nelly, auch immer nice, Leute. Ein paar Sachen sind ja schon mal da, können wir aber trotzdem noch ein paar Sachen holen. Okay, Leute, ich habe jetzt die meisten Tracks raus. Auf jeden Fall hier einmal Migos drin, sehr wild. Wie gesagt, 50 Cent nice, Summertime Magic auch nice. Und jetzt... packen wir mal ein paar Sachen rein. Hier, Sean Paul, auch immer nice. Oh mein Gott, Leute, Unforgettable von French Montana. Ich glaube, das ist ein richtig geiler Einstieg, um das Ding erstmal langsam loslaufen zu lassen. Würde ich sagen, nehmen wir noch mit rein. Und ansonsten haben wir hier schon eine ganz gute Auswahl. Ja, Leute, okay, das ist jetzt mein Deck. Das ist mein Koffer. Änderung übernehmen. Damit gehe ich jetzt auf die Stage.
Das haben wir alles drin. Wobei ich... Ach nee, warte, ich sehe das. Oh, ich bin auch ein bisschen lost, Leute. Sorry. Ich hau hier einmal komplett alles raus. Ich habe jetzt nur meine... wie viele sind das? Meine 8 Tracks dabei. Ich will gar nichts anderes. Ich will jetzt komplett meinen eigenen DJI Crimix Mix machen. Das sind meine 8 Tracks, die ich mir ausgesucht habe. Und ich glaube, damit kann ich was Nices herzaubern, meine Freunde. So, dann würde ich sagen, zack, ich mache das hier aus den Beats, Leute. Vertraut mir, ich mache hier was Nices draus. Ich brauche hier keine Instrumente und so. Ich hole das hier raus. Freestyle starten. Okay, jetzt drehe ich durch, Leute. Jetzt drehe ich durch. Woo! Darauf habe ich gewartet. Das bin ich. Okay, so, ich würde sagen, für den Einstieg nehmen wir was Lockeres, Unforgettable, zum Reinkommen, so, okay, dann brauchen wir hier noch ein bisschen, jetzt nehmen wir ein bisschen Bass mit rein, von In The Club 50 Cent, okay, jetzt schon mal ein bisschen der Rhythmus da, das ist schon mal gut. So, brauchen die Stimme von Whitney Houston. Aber das ist noch zu langsam. Das muss noch ein bisschen... Da muss noch ein bisschen Pep rein, meine Freunde. Und deswegen würde ich sagen... Jetzt nochmal Sean Paul. Leute, das hat sich so scheiße angehört. Warum hat sich das so scheiße... Okay. Nochmal Abbruch, ich bin gar nicht zufrieden. Und jetzt ändern wir aber nochmal Sean Paul, der muss nochmal raus. Der Beat ist jetzt gut, jetzt bin ich zufrieden. Bisschen Migos jetzt rein. Oha! Ich finde, der Beat ist jetzt schon mega. Was haben wir drin? Give me ever, stir fry. Aber jetzt muss gleich so ein Drop kommen. Jetzt müssen wir ein bisschen schneller machen. Jetzt erhöhen wir die BPM. Kann man auch machen. Ey. Wir erhöhen die BPM. Okay. Alter, wir sind wild unterwegs. Damit bin ich gerade Maximum zufrieden. Aber Leute, jetzt würde ich sagen, machen wir einen Drop rein. Wir machen jetzt einen kleinen Drop rein. Und jetzt. Jetzt schrauben wir das Ding langsam wieder hoch. Wir sind ein bisschen low gerade. Alles raus. Das ist nur der reine Beat. Die Crowd wartet, was passiert. Okay, entspannt euch. Kurz durchatmen. Alles wird easy. Und dann, was hauen wir noch rein? Ah, das kickt mich noch nicht genug weg. Da fehlt mir noch was. Wir changen das. Ja, genau das. Und wir schrauben das Ding weiter hoch. 120 BPM. Und jetzt muss noch eine Sache kommen, die richtig reinklatscht, Leute. Ja, schon besser. Oh! Das fetzt, Leute. Nice. So, meine Freunde, damit sind wir am Ende des Videos angekommen. Wie fandet ihr, war ich unterwegs? DJI Crimix, hat es euch gefallen? Was hättet ihr gemacht? Welche Musik hättet ihr verwendet? Lasst ein Like und ein Abo da. Checkt mal Fuser in der Videobeschreibung aus, wenn ihr Musikfans seid, wenn euch das Spiel interessiert hat, wenn es euch gepackt hat, meine Freunde. Dann würde ich sagen, bis dann. Haut rein, Leute. Euer Crimix.